Hier kommt die neue Bosetti will reden Kommentarspalte. Ich habe am Mittwoch über die EM und Patriotismus gesprochen und viele Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass sie keine Riesenfans sind vom Deutschland-Flaggenschwenken. Aber viele andere Leute haben auch geschrieben, entspannt euch mal, ist doch eine schöne Pause von der Politik und überhaupt positive Gefühle zu diesem Land brauchen wir doch. Ich kann beides nachvollziehen. Am schönsten fand ich aber die Haltung von Andreas Dannhauer 9840, der schreibt: Ich bin Europäer und freue mich jedes Mal, wenn eine europäische Mannschaft ein Tor schießt oder gewinnt. Meisterschaft garantiert. Ja, Meisterschaft auch komplett sinnlos, aber trotzdem schön. Oder die von Jack the Ra, der schreibt, vielleicht muss man es auch so sehen, das ist eines der seltenen Male, wo Deutschlandfahnen schwenkende GrölerInnen Deutsche mit Migrationshintergrund anfeuern und bejubeln. Genau die arme AfD muss es innerlich zerreißen. Mark Meyer 2609 schreibt, schwarze Jacke, rotes Shirt, güldenes Haar, das ist sie doch, die gute alte Flagge der BRD. Okay, du hast mich erwischt. Ich bin eine Deutschlandflagge. Die arme AfD muss es innerlich zerreißen. Skorpion Cool 5625 schreibt, ich kann Patriotismus-Skepsis absolut verstehen, nur glaube ich, dass wir einen gewissen Patriotismus brauchen, denn wenn man sich als Teil einer Gesellschaft sieht, dann tritt man auch für sie ein. Ja, das stimmt. Aber schön wäre es halt, wenn wir uns als Teil einer Weltgemeinschaft sehen würden, anstatt das Zugehörigkeitsgefühl an Landesgrenzen festzumachen. NN0639 schreibt, für deine Sommerpause wünschen wir dir das erdenklich Schlechteste, was man jemandem im Rahmen der Gesetze wünschen kann. Was wäre das denn? Also im Ernst, ich bin wirklich unsicher. Darfst du mir zum Beispiel den Tod wünschen, solange du ihn mir nicht androhst? Ich glaube, es ist kontextabhängig. Aber das ist aus zwei Gründen auch gar nicht die beste Wahl für einen schlechtesten Sommerpausenwunsch. Erstens wäre es dann ja keine Sommerpause mehr, sondern einfach das Ende. Und zweitens ist der Tod als Wunsch auch einfach ein bisschen einfallslos. Vermutlich hast du das also nicht gemeint. Ich weiß, was du gemeint hast. Du wünschst mir das Schlechtestmögliche, also wünschst du mir, dass ich den Sommer mit dir verbringen muss. Ich meine, wir kennen uns nicht, aber ich habe den Verdacht, dass das eine Strafe sein könnte. Also wünschst du dir eigentlich, dass wir uns treffen, weil du mich so magst. Das ist schön, vielen Dank. Es ist übrigens eines meiner geheimen Talente, aus Beleidigungen die Komplimente herauslesen. Und wisst ihr, wo ich trainiert habe? Auf X. Früher Twitter. Ich bin da eigentlich fast gar nicht mehr, denn da ist es inzwischen wirklich so, wenn du nicht rechts bist, musst du nur verlegen hüsteln oder einfach existieren und 1000 Bots schütten Mist über dich. Mario Simeone schreibt zum Beispiel, interessiert keine Sau, was eine Regierungsdirne wie dir gefällt. Fick doch deinen Böhmermann. Dazu muss ich sagen, grundsätzlich coole Line. Fick doch deinen Böhmermann, iss mit ihm einen Döner dann. Fick doch deinen Böhmermann. Aber das ist dann eben auch das Niveau, auf dem sich die Debatte abspielt. Apropos X, da ist ja seit ein paar Tagen eine heiße Diskussion über einen Tweet von Katrin Göring-Eckardt entbrannt, der es inzwischen in die meisten Medien geschafft hat. Sie hat nach dem Sieg der deutschen Mannschaft am Mittwoch geschrieben, diese Mannschaft ist wirklich großartig, stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Sie hat ihn kurz darauf gelöscht und sich entschuldigt für die Formulierung, nicht für den Gedanken. Und sie hat ihn damit begründet, dass sie sich über die vielen Leute ärgert, die sich eine weißere Nationalmannschaft wünschen. Und den Ärger kann ich verstehen, aber die Kritik an ihrem Tweet auch. Das Problem ist nämlich nicht die Formulierung, sondern der Gedanke, dass Hautfarbe eine Rolle spielt und dass Vielfalt im Team deshalb gut ist, weil das Team erfolgreich ist. Was wäre denn, wenn die deutsche Mannschaft direkt rausgeflogen wäre? Hätten dann diejenigen recht, die schreiben, stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Also dasselbe wie Sie, nur als Wunschdenken. Das ist keine Ebene, auf der man argumentieren sollte. Das war die Kommentarspalte für heute. Wir sehen uns am Mittwoch wieder zur neuen Folge von Bosetti will reden. Und übernächste Woche ist Sommerpause.